So, die Jungs sind heute Morgen los zum Fräsen und ich fahre jetzt den Hulk holen. Da steht ja der Wärmer drin, die Klaue ist ja kaputt. Ja, wir waren gerade ja noch am Wärmer reparieren. Jetzt sitze ich im Auto neben Sabine. Sabine ist eigentlich gewohnt, Blaulicht auf dem Dach zu haben. Aber die Kollegen von Sabine haben gerade wahrscheinlich den Matze abgeholt. Ich habe nämlich einen Anruf von Markus bekommen mit den Worten: Mich muss hier mal einer abholen. Wo und warum? Ja, Wikingerstraße in Wehna. Ja, warum? Ja, Matze kann kein Auto mehr fahren. Der hat was ins Gesicht gekriegt beim Fräsen. Der Krankenwagen ist schon unterwegs. Wo du dir echt denkst so, Markus, ich hätte gern die Informationen in anderer Reihenfolge gehabt, aber ist nicht schlimm. Ich bin ja selber, ich hätte jetzt mit dem Hulk dann hinfahren müssen, da hätte der Hulk da gestanden, dann hätte ich meinen, also ich kann ja nur einen LKW fahren, ich bin ja mit dem Hulk zum Carsten gefahren. Ja, da hat Sabine sich zum Glück bereit erklärt zu fahren. Aber wie gesagt, wahrscheinlich sind ihre Kollegen dann schon da gewesen, bis wir da sind, weil wir haben leider heute kein Blaulicht auf dem Dach. Aber ja, dann holen wir jetzt Markus ab, bringen mal in Erfahrung, was mit Matze passiert ist. Ich hoffe, dass die Rettungssanitäter Markus das dann vielleicht auch kurz gesagt haben. In der Regel machen die ja so eine kurze Einweisung vor Ort, dass dann einer dem anderen sagt, was da wohl alles passiert ist. Und dann wird derjenige in den Rettungswagen gesetzt und dann wird das ja erst versorgt. Und wenn Markus dann dabei gewesen ist, dann kann er uns gleich hoffentlich sagen, was mit Matze los ist. Weil so weiß ich jetzt gerade gar nichts, außer dass der aus dem ganzen Gesicht blutet. Das war so die Aussage. Gut, Gesicht blutet immer schnell und schlimm. Aber bin ja jetzt gleich mal echt gespannt, was uns da erwartet. Und ja, dann Markus einsammeln, Fräse und so einsammeln, eventuell Baustein noch fertig machen, weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Wurzel nicht raus ist. Was ja nicht schlimm ist, wenn sowas passiert, ist das erstmal nebensächlich, klar. Aber ich würde die dann gleich zu Ende fräsen, weil Matze ist versorgt, Markus ist eh da. Dann mache ich die Baustelle gleich zu Ende, lade die Fräse auf, fahre das alles weg und dann call it a day. Dann fahre ich wieder zum Wärmer und dann, dann machen wir mit den üblichen Dingen weiter, die eigentlich für heute geplant werden. Warum erzähle ich euch das alles? Ganz einfach, weil ihr da wieder merkt, wie schnell Dinge passieren, also A, auch Unfälle und B, wie schnell man eben auch als Selbstständiger umswitchen muss, weil ihr könnt euch denken, das zieht einen Rattenschwanz nach sich. Die ganze nächste Woche, alle Aufträge, die für nächste Woche eingetragen und bestätigt sind, kann ich dann jetzt heute Nachmittag erstmal anrufen, wenn ich weiß, was mit Matze los ist. Kann die alle canceln oder umplanen. Nichts ist so beständig wie die Änderung, ne? Leben in der Lage. Aber das ist das eben. Ne? So ein Scheiß müsst ihr fressen als Selbstständiger. Ne? Dass quasi Freitagmittag sich alles ändert, was für die nächste Woche und für den ganzen Tag geplant war. Ne? Also der Freitag ist jetzt im Arsch, der Samstag ist im Arsch und die ganze nächste Woche ist im Arsch. Da kann keiner was für, Unfälle passieren, aber da müsst ihr mit umgehen können. Das ist das, was ich immer wieder sage. Ne? Und da müsst ihr auch mit Kunden umgehen können, die sich aufregen, dass ihr Termin jetzt verschoben oder abgesagt oder umgeplant wird. An einem Freitag, wo sie eigentlich, was weiß ich, Montag, Dienstag, Mittwoch dran gewesen wären. Aber, wie gesagt, für Unfälle kann keiner was. Was macht man, wenn man ankommt? Lage eruieren. Fräse ist jedenfalls aufgeladen und irgendwie ist die Wurzel auch raus. Ich schätze mal, Markus sitzt im Haus oder im LKW? Im Haus. Ich sitze jetzt im Nissan. LKW mit Wurzelfräse und allem ist hier alles wieder auf dem Platz. Ich habe mit Markus nochmal schnell die Volumenschaufel für den Wärmer reingehoben in den Nissan. Und jetzt bin ich auf dem Weg zu Gosewinkels, die Volumenschaufel hinbringen. Und die liebe Sabine hat Matze aus dem Krankenhaus abgeholt und hat Matze mit zu sich nach Hause genommen. Dann sehen wir also auch gleich, wie der aussieht. Und dann muss ich den Felgreifer holen und muss alles für morgen für den Tag der offenen Tür fertig machen. Muss mein Auto waschen, also den Hulk waschen. Also ist noch wieder so. Das Ganze hat mich ja jetzt natürlich ein paar Stunden zurückgeschmissen. Aber c'est la vie, ne? Hoffentlich geht's Matze gut. Schauen wir gleich mal. Servus! Ach du Scheiße! Alter, du siehst nicht gut aus! Das glaube ich. Hier ist immer noch gesperrt und Baustelle sollte eigentlich schon fertig sein, aber angeblich können die bei so einem Wetter nicht teeren. Das Lustige ist, es arbeitet dann nicht mal einer.
Also die machen auch nichts anderes oder so. Also was weiß ich, Borde setzen oder keine Ahnung. Also Baustelle steht komplett schon seit ein paar Tagen. Obwohl es trocken ist, ne? Es ist nur kalt. Es ist 2 Grad plus. Anomalie des Wassers, ne? Ich weiß da nicht, wie viel Wasser in Teer drin ist, aber Wasser fängt ja ab 4 Grad, also hat bei 4 Grad seine höchste Dichte und fängt dann ja wieder an, leichter zu werden, also sich auszudehnen. Das ist ja die Anomalie. Normalerweise ziehen sich Sachen zusammen, wenn sie kalt werden. Wasser dehnt sich dann ab einer gewissen Temperatur wieder aus. Der Vorteil ist, wir können jetzt hier einfach alles zuparken, weil fahren darf hier keiner. So ist mein Plan. Nicht so viel über den Rasen, das mag der Carsten nicht. So, und damit haben wir das jetzt auch amtlich zugeparkt hier. So, Container runter, Wärme raus, Container wieder rauf. Da müssen wir hin. Zur Werkstatt. Das Knacken kommt übrigens von der Kette, die hat einen Riss. Das ist, seit der in Emden runter war, ist so ein bisschen die Kette im Arsch, aber naja. So. Reicht? Okay. Sehr schön. Das ja. Stört mich, ne? Ja, ist eingerissen. Müssen wir also ein bisschen sauber machen und dann. Auch dass sich die beiden getrennt haben, ne? Man sieht das ganz deutlich hier, da ist nicht richtig verschweißt, ne? Also da ist Luft. Hier ist die Naht gerissen, da ist Luft und da ist wieder Naht. Also hier oben an der Ecke war das auch nicht richtig verschweißt. Sieht man auch daran, dass die Naht gerissen ist und nicht so wie hier neben der Naht. Wenn nämlich eine Schweißnaht gut ist, reißt es neben der Naht. Ne? So wie hier auch. Es ist neben der Naht gerissen, da wo der Einbrand ist. Und dann war die Schweißnaht gut. Wenn das so wie hier in der Naht reißt, war die Naht scheiße. Gut, ruppen wir das Ding auseinander oder, ja, müssen wir mal gucken. Machst du genau einmal. Danach schreibst du das drauf. So. Vorne. Während ich mir Handschuhe und eine Mütze geholt habe. Ich habe ja mal gedacht, beim Schmied ist warm, ne? Feuer und so, am Arsch die Räuber. Ah, so, jetzt haben wir hier die Bolzen raus. Jetzt geht es nämlich darum, dass wir gleich den Teil hier rausnehmen. Das Blöde ist, der Hydraulikzylinder ist tatsächlich verschweißt. Der ist hier nicht einfach irgendwie angeflanscht oder so mit einem Splint oder was, der ist hier verschweißt. Warum, wieso, weshalb, fragt die Amerikaner, ich weiß es nicht. Aber wenn wir den gleich ein bisschen ausfahren und den Bolzen hier austreiben, dann können wir die Klaue so wegnehmen. Dann haben wir beide Bolzen raus, dann können wir die wegnehmen. So ist der Plan. Der ist gut. Der ist gut. So, jetzt würde ich den nämlich dann gleich einmal vorsichtig ausfahren. Fahr du den raus, dann können die Splinter da auch raus. Genau, und dann kriegen wir den weg. Ja. Weg. Weg, weg, weg. Funktionieren, wie wir uns das vorstellen, oder? Das wäre ja ein Traum. Ich bin begeistert. Ach, hinten. Zylinder. Wenn ich nicht mal mein Handy hab bei dem Wetter, Bock, ey. Powerbank ist dran. Mit Laden. Vergessen zu laden. So. Ja, ist nur die Hülse. Nur die Abstandshülse. Ja, wenn er noch ein drittes Mal in den Binsen geht, dann bestelle ich einen neuen. Aber ich habe ja noch ein Intermecato liegen, da müsste nur eine Halteplatterung für angefertigt werden. Das ist nochmal. Irgendwann so in lauen Sommernächten, wenn ich mal Zeit habe, kann ich das mal in Angriff nehmen. Hat er aber auch ja. Der kriegt ja auch am meisten vor die Fresse, der Greifer, ne? Wenn man auch mal die Hebel überlegt, die da drauf wirken. Oh. Das ist immer so eine Sache. Hast du es dir gerade
LKW schon gesagt. Herr Mertens, warum haben Sie das kaputt gekriegt? Ja, weil wir gut sind. Wenn wir was nicht kaputt kriegen, dann... Also, wenn wir in einem halben Jahr, wenn was bei uns ein halbes Jahr hält, dann können die da woanders 30 Jahre Garantie drauf geben. Kommt. Kommt. Sehr schön. So, jetzt müssen wir den scheiß Bolzen noch einmal rauskloppen und dann haben wir's. Dann können wir anfangen mit Feuer. Bei jedem anderen wäre ich vorsichtig mit Daumen dahin halten, ne? Aber du sollst ja wohl mit Mama umgehen können. Ich hab was. So, jetzt müssen wir das Ding auseinanderjackeln. Jo, kommt. Jo, da ist er. Sehr schön. Nee, ne? Ist auch nur ein bisschen verbogen. Also dafür, dass das mal gerade war. Ja, schade war es, denn gerade als er gerade war, knickt er wieder um, was schade war. Scheiß Dreck, ey. Das ist auch jedes Mal zum Heulen. Aber kostet ja immer alles nur Zeit und Geld. Ja, jetzt können wir Feuer machen. Jetzt können wir Feuer machen. Oh, du bist auch schon wieder. Was baust du da? Das wird der Federzinkengrubber für den kleinen Isik hier. Federzinkengrubber, selber bauen? Ja. Hast du auch selber gekantet? Ja, eine Handbiegemaschine. Echt? Das ist ja so. 8 mm geht das. Ich wollte gerade sagen, ey. Er steigert sich die Manneskraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Alles gut. Sehr schön. Wir müssen eigentlich mal so ein Messerschmiede-Video machen oder so, aber du hast keinen Lufthammer, ne? Ja, und weißt du, was das für eine Arbeit ist? Ja. Also ich habe das nämlich. Hand ist das. Ja, du brauchst eigentlich zwei, die zuschlagen. Also zwei Zuschläge, wenn du keinen Lufthammer hast. Das ist. Klar, ab einem gewissen, wenn du nimmst zwei Sachen, also meistens schweißen die ja Pakete. Ja, ja. Ne? Hochligiert, niedrigligiert. Ja. Und dann hast du quasi vier Lagen, dann schmiedest, wird das verschmiedet. Also genau, mit Borax hier zwischen. Genau, so vorher geschweißt. Genau, und dann musst du es ja einkehren. Knicken und wieder. Und wieder. Dann knicken und wieder. Ne, ist ja. 4, 8, 16, 32, ja. 64. Ab dann macht es irgendwann Spaß. Aber wenn wir jetzt mal. hast du keine Lust mehr. Nee. Ein anderer Bekannter von mir, der hat ja die alte Schmiede von seinem Papa noch zu Hause. Hier der Sibrand Wessels. Ja. Und der hat noch einen Lufthammer. Da kannst du dann wenigstens auch. Ne, der, Alter. Ich habe aber jetzt schon Platz drin. Ja, und ich glaube, den rückt der auch nicht raus. Die haben auch noch eine selbstgebaute Bohrmaschine, hat dann Papa auch mal gebaut. Ja, Bohrmaschine. Transmission und sowas. Total geil. Sowas kannst du heutzutage einfach nicht mehr kaufen. Klarkommen. Wollen wir mal gucken, was passiert. Buchsen vom Fett auch gleich sauber. Und es brennt besser. Das gar nicht. Also die Kamera hochnehmen. Ne? Es wird schon leicht rot. Ne? Anlassfarben stehen im Tabellenbuch. Ne? Kirschrot, weißrot, dunkelrot.
Anlassfarben. Nach Weiß kommt weg. nach Glühweiß. Und vor allem, wenn du einen Kohlenstoffstahl hast, dann kannst du auch richtig schön sehen, wenn er zu heiß wird, wie der so anfängt, so kleine Funken, so klitz, klitz, klitz. Wie so ein Silvester, wie so ein Cracker bei Silvester. Und dann weißt du, okay, da verschwindet nämlich gerade mein Kohlenstoff. Das, lange ist her bei mir, aber es sitzt halt noch drin, so ein bisschen. Das fängt aber auch irgendwann zu knuspern an, ne? Mein erstes Messer, was ich versucht habe zu schmieden, das war nicht gerade, das war rund. Weil ich habe ja immer eine Seite gestreckt, weil ich die Klinge hier formen wollte. Und andere Seite vergessen zu stauchen. Ich musste ab und zu mal drehen und wieder richten. Und dann habe ich so einen Halbmond geschmiedet. Das war nicht so lustig. Ja, der alte Hermann Wessels hat auch einen. Was? Du hast vergessen, auf der anderen Seite zu strecken. Wenn du hier stauchst, musst du da strecken. Ja. Ich sage ja, woher soll ich wissen? Ich habe gedacht, man haut da immer drauf. Und dann krass, wie schnell die Kohlen wechseln, ne? Ja. Steht irgendwo an der Seite, steht das sogar draußen. Irgendwo stand das zumindest immer drauf. Und viel wie in der Stunde drauf. Auf dem Ding und dann, genau, dann hauen wir den einen vom Kopf. Ja, warte, ich hänge einmal die Kamera um, damit wir das dann gleich auch halbwegs auf dem Video haben, wenn wir hier versuchen, was zu dengeln. Kabel raus, dann können wir die hier an die gute Schlagschere hängen. Da unter den Laub. Der blöde Metallbauer mal Zuschläger. Haut da auf mich da drauf, haut da auf die Beule. Brauchst einen größeren Amboss. Quatsch. So, jetzt machen wir das noch mal schön warm. Jo. Dann richten wir den durch und dann ist das gar nicht so schlecht. So von der Richtung her. Ja, fängt schon an, ne? Das heißt, ja, das wird gleich. So, pack hier mal, das ist noch gerade so erträglich von der Temperatur. Rein. So. So, jetzt. Jetzt können wir damit arbeiten. Eigentlich müsste es wie Butter sein. Ja, auch nicht. Da kommen wir auch. Immer gegen die feste Seite vom Schraubstock. Ja, so ich hab den schon mal abgebrochen. So. Da kommen wir der Sache näher. Jetzt muss ich den einmal hinten, genau. Vorsicht. Oder? Ja, doch. Doch, der ist schon ein gutes Stück angekommen.
ne? Sonst hauen wir wieder krumm. Hier sind da mal irgendwelche Leitboxen drin fürs Fett. Ja. Aber neue Fettnippel fertig. Genau. So, der sieht schon mal halbwegs brauchbar wieder aus. Wenn wir den in sich ein bisschen drehen, so. Ja, das klappt ja nicht mit dem Schraubstock. Ja, aber doch, das meiste ist jetzt schon gut hin. Der wird sowieso nie wieder 100% so wie er war. Ich kann ihn auf den Amboss legen und versuchen, hier die Kante über den Amboss gerade zu kloppen. Ja. Das lass uns so mal machen. Dreh mal lose. Ich hab ihn. Hast du was? Jo. So. Was wollen wir da jetzt? Kommst du so scheiße? Ja, ja, so, ja, weil der andere da noch vor ist. Da war heiß. Holy. Sollten wir das Horn drehen? Ja. Oh, Alter. Oh, heiß, 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 heiß. Geht? Ja, ohne Zange. Oh. Hab was? Okay, jetzt können wir mal gehen. Jetzt können wir mal gucken. Ja. Jo. Das sieht gut aus. Da noch ein bisschen. Der liegt der Rest, ich glaube, der Rest ist Schönheit. Ich muss sagen, der liegt auf jeden Fall wieder an. Ja. Ja, wir hätten vielleicht einen zum Filmen mitnehmen sollen, aber scheiß drauf. So, dann machen wir jetzt die Seite und dann müssen wir vorne hier die Hörner noch einmal. Die Spitzen gerade. Ja. Klingt nach Plan. Gut, der ist noch in sich ein bisschen so. Ja, aber das kriegen wir so verdreht, aber du, das ist mir echt auch scheißegal. Hauptsache, er geht wieder auf und zu. Das ist ja minimal, dass der ein bisschen so aus der Richtung läuft. Ja. Aber drauf geschissen. Das ist Schönheit, das ist Makulatur. Das. Ist das ein Innen- oder Außenpiepratze? Ja, da fragst du was. Weil dann darf es nämlich nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber das ist ja. Der hat ja jetzt nicht Fertigungstoleranzen wie ein Space Shuttle, weißt du? Das ist ja eher Wurfpassung bei dem Ding. Minimal. Ach, das ist so lächerlich. Das müssen wir nachher noch mal ein bisschen drehen, weißt du, im Amboss, im Schraubstock noch mal einmal ein bisschen nach außen drehen. Erstmal den anderen richten. Ist das jetzt innen oder außen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist der innere. Weil dann ist es nicht schlimm. Nee. Ja, dann ich glaube, es ist der innere. So, dann schmeißen wir die andere Seite ins Feuer, wa? Ja. Ist jetzt auch ein bisschen kälter geworden. Ich glaube, ich kann ihn anpacken. Warum habe ich in der Schule eigentlich nicht aufgepasst? Boah, könnte, sollte, müsste funktionieren. Dann hole ich das Ding mal ab. So, vielleicht sonst. Und hier kann ich diese Beine. Warten Sie. Das rein, sonst biegen wir uns gegen den Sockel da. Ach so, okay. Wir müssen einmal die Seiten tauschen. Jo. Ach so, und los. So, jetzt. Ja. So, ich halt fest, du drehst. So. Jetzt. Kopf. Sieht gut aus. Krasser, ein bisschen noch. Ja. Nicht, dass die vom Fährmeer nachher kommen, wir müssen die immer reparieren, weil der ist geiler geworden. Der ist besser, ne? Aber das übt ja dann auch. Nee, der ist schick geworden. Hätten wir bei dem ja auch. Aber wie gesagt, der ist der nur war ganz falsch rum verbogen. Ne? Der weil ist, der war ja einfacher. Der ist auch nur ein ganz bisschen verdreht, das ist lächerlich. Das ist so, jetzt müssen wir die Spitze noch warm machen oder Blech dazwischen dengeln. Ja. So, das ist schick. Ordentlich aufs Horn legen und dann mit dem Vorschlaghammer einen verwichsen, wa? Oh ja, das wird auch langsam rot. Sehr schön. Ich hänge die Kamera, ich hänge euch da schon mal hin. Ich hänge euch hin hier. So.
Ich rolle vorsichtig. Vorsichtig. Auf das Gebogene, genau. Jetzt da, genau. Stopp, ganz vorsichtig auf die Spitze. So, und jetzt in die Mitte. Stopp. Und jetzt auf einmal. Da ganz eben so. Gut. Ja. Nee, das war zu viel. Das war zu viel. Stopp. Ja. Ja. Gerade. Schick. Erledigt. Nächste Seite. Wer macht, welche Werkzeuge hat Spielefeuer? Wir machen das alle mit Acetylen und Sauerstoff. Und dann. Das kriegst du damit ja nicht hin. Also, nee, nicht kriegst so. Du nicht richtig warm. Das ist nämlich auch mal das Gemeine, wenn du zwei unterschiedliche Materialstärken, wenn du schmiedest und setzt was ab, dann musst du dann immer das Dünnere immer zwischendurch abkühlen, wenn du es gleichmäßig warm haben willst. Aber das geht dann immer, dass die Fassen noch ein bisschen mehr gucken, die anderen zu bewegen. Wie gesagt, wenn da so kleine Punkte überall, wie so Silvesterfeuerwerk, dann kannst du wegwerfen. Wunderkerze. Genau, Wunderkerze, richtig. Dann kannst du wegwerfen. Dann wird gleich was Luft verpassen. Dann war es das. Dann sind wir nicht plastisch, nicht elastisch, sondern flüssig. Naja, nach Weiß kommt weg. Das müsste gehen. Nee. Nach Weiß kommt weg. Das ist genau wie dann nach Fest kommt ganz zur Lose. Und ganz viel Arbeit. Ja. Jo, das nehmen wir. Das nehmen wir. Andersrum hinlegen. Ich versuche den mit der Plattenseite. Nee, wenn geht er sowieso raus. Wenn so, jetzt ist er eigentlich. Halt mal gegen. Ja, müssen wir den Schraubstock an. Ja, aber wenn er jetzt so, mit dem Muster eigentlich schon fast bleiben. Weil der ja auch einen Ticken zugeht. Der macht hier einen kleinen Bogen nach innen. Ach so, ja. Also noch weiter. Oder wie gesagt, wir sparen in den Schraubstock, versuchen einmal ganz bisschen zu drehen. Also wegen deiner eigenen Hand? Ja, wegen. Ja? Das kriegen wir weggeschmiedet und dann machen wir das. Wenn wir jetzt versuchst da, aber das kommst du nicht hin, ne? Mit flachen. Nee, bringt nichts. Nee, krieg keine Gewalt drauf. Ja, komm, lassen wir so. Ja. Ja, jetzt haben wir noch hin. Gut. Ja. Boah, fast. Zu eng jetzt. Nicht jetzt wieder auf. Ja, warte, hol die. Warte, stopp. Hol die. So, und jetzt da vorsichtig hin. Ruhig mit der flachen Seite dahin. Da oben. Nochmal. Gut. Ja. Ja. Jo. Jo. Jetzt passt das nämlich auch ungefähr, er guckt zwar ein bisschen raus, ja. Aber damit gleichen wir dann halt den kleinen Bogen hier aus. Ja, weil hier das Eisen ja mal, ist ja rausgerissen, ne? Ja, das ist ja nichts. Wir gleich nochmal das schneiden wir gleich mit dem Flex ein und braten das dann mit dem Eisen neu rein. Ja, so genau fickt auch kein Edelmann, ne? Ich würde sagen, das reicht. Ja. Festgestellt, es ist die äußere Klaue, deswegen müssen wir den nochmal ein bisschen rausbiegen. Wenn es die innere gewesen wäre, hätten wir nämlich einfach das Blech gekürzt. Wir haben hier jetzt Fasen angeschliffen. Ne, wie man sieht hier, Faser angeschliffen, damit nachher beim Schweißen wir auch die volle Materialdicke wieder auftragen können. Ne? Wenn man das einfach als Flacheisen gelassen hätte, könnt ihr euch vorstellen, wenn man die Tischkante nimmt, wenn ihr das Material so dick lasst, dann bleibt das hier kalt. Ne? Dann könnt ihr nicht richtig schweißen. Deswegen fasst man das 45 Grad an, ja? Dann wird das hier dünner, dann brennt man auch von beiden Seiten bis hier durch mit der Schweißnaht. Ne? Und dann kriegt man das vernünftig komplett verschweißt. Deswegen anfasen und ne? Nicht einfach stumpf aneinander setzen und dann schweißen. Dann ist es nämlich nur überbraten und dann schweißt ihr nicht durch. Deswegen, wenn ihr eine vernünftige Wurzel mit durchschweißen wollt, immer anfasen bei solchen Materialstärken. So,
Jetzt haben wir den noch einmal schick warm gemacht. Jetzt biegen wir den noch einmal über den Schraubstock ein bisschen in Richtung, dass das Blech da reinpasst und dann sollte das schick sein. So ist der Plan. So. Ready when you are. Lederhandschuh. Okay. Eins, zwei. Ja. In der Berufsschule, diese Schweißtrafos, da bist du in deiner Kabine, groß, ja. So Kühlschrank groß. Ja. Das hier mit der abgeschliffenen Seite ist unten. Ziemlich eindeutig. Ziemlich eindeutig. So, jetzt punkten wir den da oben einmal fest. Hier müssen wir nachher auch noch wieder eine Naht reinlegen. Die ist ja auch eingerissen. Ja. Ja, das hattest du ja rausgeschliffen. Ja. Sunshines on the mountains. Es hat geschweißt, man sieht es kaum, darum lasst uns zur Vorsicht ein Nied durchhauen. Genau. So, da machen wir einen Punkt drauf jetzt. Vorne auf der Ecke, da brauche ich keinen Schirm für. Den Punkt brauche ich keinen Schirm. Ist das an? Nein. Was ist da? Kommt da schon Strom? Jetzt kommt der Strömer. Fährst du mir eine Beule in den LKW, begrabe ich dich mit dem Auto. Vorschieße, ich hätte ja auch was sagen können. Ja. Tut das Not, dass der Autowagen da rumsteht? Ja. Mach gerne den Blitz. So, das hält schon mal. Muss gleich nur ein bisschen mehr Saft noch wieder drauf. Ja, also. So. Der Löcher war ein schön. Du willst doch nicht gucken, ob wir hier. Da guck ich das. Ach, hör auf mit so einem Scheiß. Handwerksehre. Das muss nicht Winkel sein, das muss nur halten. Handwerksehre. Muss der nämlich eigentlich ganz bisschen rein und nach hinten noch weiter, also ganz bisschen eigentlich, aber das wird deswegen ist die abgeschliffene Karte hier auch das so, aber wir können das ist ja egal, eigentlich hätte der irgendwas Verschlissenes wieder gerade zusammenbauen, das macht ja sehr wollte schwierig. Ich gerade sagen, ey. Warum dann richtet das so aus, dass der da reinpasst. Oh. Das war ein Schlag zu viel, aber so dran. Jetzt muss der nur noch ein bisschen rein. So. Ja. So. So, ja. So, so, ne? So sieht gut aus. So sieht gut aus. Dann sage ich ja Buschfix. Das ist, ehrlich gesagt, das macht mir Spaß. Auf so einen Scheiß habe ich Bock. So, jetzt punkte ich den gleich einmal richtig an. Und dann legen wir los mit Saft. Richtig sagen. Erst halten wir den einmal davor. Können wir auch machen, ob der überhaupt passt. Schweißen. Dann haben wir nämlich, ne, das macht am allermeisten Sinn. Ja, und das haben wir Saft auf die Maschine. Das reicht mit der Elektrode, glaubst du mir. Da habe ich die Nähte habe ich damit gemacht, die da dran sind. Die dicken. Ist das ein Automatikschirm? Ja. Alter. Den hab ja nicht mal ich zu Hause. Der ist aber kommod hier. Ich glaube, wenn du so weitermachst, komme ich hier öfter zum Basteln. Da willst du gar nicht.
einen großen Schädel. Ja. Sehr gut. Geht weiter. Ein bisschen Luft, aber das ist nicht schlimm, dann brennt das wenigstens hier unten durch. Siehste. Ja, legen wir da oben nochmal einen Punkt drüber hier. Andere Seite dann auch gleich und dann sind nur noch die Sachen, die vermarktet sind, neu schweißen. Ja, und die Rückseite jetzt. Die Rückseite. Dafür nehmen wir aber einfach eine neue Elektrode, ja. Sonst ärgerst du. Ja, dann nehmen wir die hier nachher für den Kram so beipumpen hier da um die Ecken und so. Ja, nur absetzen ist halt. Wenn du richtig gut schweißen kannst. Ja, aber wenn man es vermeiden kann. Wobei ich auch eigentlich viel zu selten schweiße in letzter Zeit, aber eigentlich ja gar nicht mehr. Also nur Flick, aber ja nicht mehr richtig so wie früher. Ja, wo du nach einem Tag dann gefühlt die Rolle vom Schweißrad wieder tauschen musst. Also wenn du nur eine Rolle am Tag gebraucht hast, war es schlecht. Ja, okay, aber wenn du eine ganze Rolle durchgebraten hast und das kontrolliert und zusammengebaut, da hast du den Tag auch schon ordentlich was geschafft. Ich muss ja nicht kontrollieren und zusammenbauen, ich muss ja nur schweißen. Ich habe das Schöne gemacht. Ich habe ja tatsächlich, ich meine gut, ich habe auch, also erst habe ich ja Schiffbau, Konstruktionsmechaniker, Schiffbau, ne? Und dann habe ich ja Fachrichtung Kreuztechnik gemacht. Also, das war schon eine schöne Zeit ungefähr. Also war eine schöne Zeit, wir haben gutes Geld verdient. Die Zeiten sind vorbei. Alles gut ist ja, jetzt haben wir hier die Ecken, das können wir hier, guck jetzt, haben wir die dann gleich auch noch mit weg. Phönixblau, die besten. Ja, weil die sind ja rutilbasisch umhüllt, glaube ich, RB, rutilbasisch, genau. Und da kannst du alle Positionen mit schweißen, kannst du steigen damit schweißen, fallen damit schweißen, kehlen damit schweißen. Wir haben auch ein schönes Schweißbild an sich. Wenn du da die Baumarktelektrode nimmst. Phönix Blau und Phönix Rot, das sind so eigentlich die. Da kannst du alles mit tun. Boah, ich klappe die ganze Zeit den Schirm hoch, ich bin da so gewohnt. Aber ich kann ja durchgucken, ich kann Automatikschirm. So, ja, das schon mal. Lass das Ding kurz auskühlen, schweißen die anderen Nähte bei, wa? Ja, dann muss ich hier oben gleich im Eimer einschweißen und dann. Ja, die müssen wir richtig volllegen, ja. Das mit den Buchsen ist blöd, aber das ist so. Die sind ja auch eingeschweißt, da kommt gutes gut Fett wieder rein. Die und dann fetten wir gleich eben einmal durch, ja. Die Bolzen machen wir sauber mit neuem Fett drin und fertig. Weil wo gehören Guck mal, Elektroden es hin? Wird, ja, da wo es warm ist und trocken. Deswegen gehe ich jetzt in den Heizungsraum. Aber guck mal, ne? Wird kalt und fällt auch so runter. Schön, schön, so soll es sein. So soll es sein, ne? Wenn ihr vernünftig geschweißt habt, dann geht die Schlacke ohne groß Theater geht die ab. Ne, hier war ein bisschen mehr, weil ja hier noch die Luft war, aber seht ihr auch. Das ist eine richtig schöne Naht, die ist auch richtig schön eingebrannt. Sehr schick, da legen wir gleich noch einen drüber und dann darf das so bleiben. Ja, hier vorne, wo ich neu angesetzt habe, wo ich übergeschweißt habe, da ist ein bisschen Schlacke drin, das rutzeln wir gleich noch mit der nächsten Elektrode raus. Und dann legen wir noch ein, zwei Nähte dünn drüber
damit einfach diese Kante hier ein bisschen weg ist. Ne? Das verschleißt uns nachher wieder. So, jetzt legen wir da dann die Nähte rein, dass das Rohr hier wieder verschweißt ist, wo wir das vorhin ausgeschliffen haben. Ja, ich kann das alles, ich kann das nicht. Hier haben wir vorhin ausgeschliffen, weil das ja wieder fett verschweißt werden muss. Hier oben auch. Hier müssen wir auch gleich nochmal eine Naht drüber legen. Hier war das auch eingerissen. Warm. Ja. Können wir eigentlich, Tatsache warm, können wir eigentlich so mit anfangen. Vorgewärmt, wie es sich gehört. Also bei uns mal die Schubkarre nicht, ne? Quick, quick, quick. Ja. Für die Umstände, wenn man überlegt, da war ja hier diese riesige Fleckstelle. Also hier wieder Material wieder dran kriegen, was wir rausgeschnitten haben. Oh, ja, das ist doch einen Hufhammer, oder? Ja, so für die Nägel rumkloppen, ne? Das ist eigentlich so ein Aufhieb, der liegt in der Rundkapsel, der wieder drin liegt. So, weil hier ist nämlich noch richtig ein scharfer Knick, den müssen wir noch zubraten. Jetzt kommen wir auch mit ein, zwei Nägeln hin, dann nehmen wir. Hoffentlich hast du eine schöne Wurzel geschweißt. Ja, die ist schick geworden. Wurzelbehandlung kann ich. Ich bin zwar kein Zahnarzt, aber Wurzelbehandlung. Ja. Ja, wir brauchen leider ein. Oh, alles gut. Ein paar. Das sind zwei Fünfer, ja, ne? Ja. Da habe ich, glaube ich, auch noch welche von. Keine Ahnung, was das für ein Material ist, ne? Aber die brennt sich da immer noch so tief rein, obwohl da jetzt zwei Nägel drauf sind. Das ist irgend so ein scheiß Ami-Zeug. Waldfeld- und Wiesenstahl, ja. Dann haben wir früher gesagt, S35JR. Ich glaube, später hieß der 237 oder so, ne? Weil am Anfang wurde ja immer 35. Ja, oder 235, genau. 237, ja. Allgemeiner Baustahl. Ist das mein Baustahl? Nee, das ist... Das ist Kaugummi ist das. Eingeschmolzener Dodge oder so. Ja. Mehr ist das nicht. Kaugummi ist das. Deswegen haben die Amis auch keine vernünftigen Panzer, weil sie keinen vernünftigen Stahl bauen können. Richtig. Deswegen will die ganze Welt auf den Leopard 2. So ist es. Den gibt es doch jetzt, glaube ich, seit 40 Jahren und... So, das sieht aber jetzt gleich schon mal ganz okay aus. Die Naht war nicht so schön, aber die Einbrandkante ist weg. Das ist ja hinterher wieder potenzielle Schwachstelle. So, wenn das nicht, wie sieht das aus hier? Das müssen wir einmal, da müssen wir auch wahrscheinlich nochmal. Entweder noch einen drüber oder ja. Einen vorsichtig noch drüber. Aufgefüllt habe ich das, aber dass da noch eben das so ein eben, hier schöner, guck mal, genau. Eigentlich sollte der da jetzt auch wieder drüber passen, warte mal. Ja, schwer ist er wirklich. Der ganze Greifer wiegt irgendwie. Nein, pass auf, schwer. Es wird schwer an den Finger. So. Ja, das passt auch wieder. Siehst du. Sehr schick. Neuen Fettnäpfel nach vorne noch reindrehen. Fettnäpfels habe ich noch zu Hause. Setzen wir das einmal mit ein bisschen Fett ein und dann. Noch ist er warm. Noch ist er warm, gibt keine kalten Finger, das ist gut.
Kalte Fingerklemmen tut immer richtig weh. Warme Fingerklemmen tut nicht so weh. Sehr schön. Wo kam der zwischen? Lacht der hier drinnen? Kann gut sein, oder? Ja, den habe ich. Ah, dann müsste aber eigentlich immer noch ein zweiter sein. Also, dann sind zwei weg. Aber nee, einer auf dem Boden, liegt nur einer auf dem Boden neben dem Edding. 10 cm ah, daneben. Okay, ja. Waren die dann hier drinnen? Kann das sein? Ach, die waren vor den Spannstiften. Genau. Die waren vor den Spannstiften, die Saudinger. Also, okay. Dann geht's los. Hep! Hier unten liegt auch ein Spannstift. Wollten wir noch ein paar. Dann nehmen wir neue. Wollten wir noch ein bisschen Fett drauf machen? Ja, wollten wir. Ja, handwarm. Ja, halt. Weiß ich nicht so genau. So. Jetzt muss das vorne an deine Jacke hier. So. So, der ist schon mal. Dann müssen wir oben mal was reinstecken. Dass die schon mal nicht mehr voneinander weg können. Eins, zwei. Und jetzt muss der raus. Weiter. Nur der linke muss auf. Ja, so. Und jetzt mal auf den noch ein bisschen. So. Und jetzt über den. Wir haben auch keinen Hammer mehr hier, ne? Oh, den haben wir wohl. Ganz schön viel jetzt, aber gut. Das ist das Telefon, was du hast. Ja, komm. Sehr schön. Den Hacker hinterm Hulk und wasch jetzt einmal, weil der ja morgen auf der Ausstellung auch schick aussehen soll. So ist der Plan. Der Plan ist gut. Die Ruhe vor dem Sturm. Wir sind ja jetzt bei Alting auf dem Gelände. Hier ist ja heute Holztag oder Holztage. Oh, hier haben wir alles aufgebaut. Die Feuerwehr Raude ist auch da. Viele liebe Grüße an Philipp, der ist leider nicht da. Ich muss den unbedingt mal so Vario klauen. Ich glaube, die haben nämlich Türen auf beiden Seiten, kann das sein? Oder haben die Tür nur auf einer Seite? Beide Seiten, ja, so ein Vario suche ich noch. Doppelkabine, Kippertür auf beide Seiten. So, was ist hier heute los? Hier könnt ihr heute auf der Rampe mit diesem süßen kleinen Trecker ausbalancieren. Und wenn ihr da die Rekordzeit liegt im Moment bei 40 Sekunden, also wenn ihr es in unter 40 Sekunden schafft, könnt ihr diese geile Feuertonne gewinnen. Jo. Ziemlich einmalig, da hinten brennt sie. Die ist einmal nachgefertigt worden. Ja. Also es gibt da genau zwei Stück von. Einmal das Original, was da hinten brennt, und einmal diesen Nachbau. Da hinten gibt es die nochmal in Husqvarna. Hier vorne ist ein Kunde von mir, das ist der Weidenkorbflechter. Da könnt ihr schöne Weidenartikel bekommen. Ne? Ist schon ewig ein Kunde von mir. Lernt auch schon die nächste Generation an. Sehr cool. Ja, und dann ist hier der Shop natürlich auch geöffnet heute. Ich werde mal gucken, dass ich einen Laubbläser mir besorge. Und hier hinten könnt ihr mit den Husqvarna-Sägen rumspielen. Akku und Sprit. Und irgendwo steht hier auch eine getunte, lass mich lügen, 592. Ich kenne mich ja mit den Nummern noch nicht so gut aus, aber ich glaube wohl. Ja, das ist die Idee dahinter. Und wir freuen uns dann jetzt heute auf ganz, ganz viel Besuch. Ne, ich hatte, als ich die Sägen gekauft habe, hatte ich den Shop mal kurz gefilmt. Das Video ist ja leider verloren gegangen, deswegen kann ich euch mal kurz den Shop zeigen. Das ist also hier quasi das Männerparadies, verschiedene Mähroboter, verschiedene Aufsitzmäher. Da ist übrigens eine 390 XP. Ich glaube, ist das die stärkste Säge? Haut mir es in die Kommentare. Ja, und dann habt ihr hier so die übliche Ausstattung. So, dann ist hier Kränzle ja auch, ne? Mercedes unter den Hochdruckreinigern. Ja, wie kann man sich als kleine Firma auf dem Land oder auf dem Dorf durchsetzen? Genau, man muss Qualität haben, ne? So, und dann hängt hier die
Husqvarna-Abteilung. Und hier ist dann auch noch die Kettensägenabteilung. Wie gesagt, die 550, also eine größere ist ja die 545, eine größere die 550. Mark XP 2, die haben wir ja für den Matze dann besorgt. So, hier ist ein bisschen was an Stilauswahl. Jo. Anhänger könnt ihr hier auch kriegen, ja, für die Pferdepüppis. Anna Caroline war gerade auch schon draußen, hat nach einem Umbauer-Anhänger geguckt hier. Ja, hier ist Akku-Geschichte. Da sind ein paar Bläser. Ja, und natürlich John Deere, genau. Das ist da. Das ist hier die Hausmarke quasi. So ist das. Lernst du die nächste Generation schon an, wa? Ja. Und? Macht Spaß? Das macht er gerne. Ja, siehst du. Da sind ja auch noch die ganz Jungen. Ja. Ja. Ja, die lassen sich dann noch. Und die trocknen dann und dann werden die auch so braun, ne? Die werden auch dunkler, ja. Ja. Die werden dunkler. Sehr geil. Ah, das ist gut dann. So braun werden die ungefähr. Oder da. Ja, nee, das sind wieder die dunklen. Das ist auch echt filigrane Arbeit, du. Harry, hast du das auch einmal. Ja, genau, mit meinen dicken Wurstfingern. Ja. Ach, du hast die Rohlinge schon fertig. Die ja, sehr geil. Ja. Wahnsinn. Da habe ich echt Respekt vor. Da habe ich Respekt vor. Ja. Du kannst, demnächst, wenn du mal Zeit hast, kannst mal bei mir vorbeikommen. Ich habe mal ein bisschen Arbeit. Ja, gerne, klar. Komm ich vorbei. Aber vorher, also sonntags bin ich zwischen 11:30 und 2 nicht zu Hause. Ja, okay. Nee, dann klingel ich vorher eben durch. Ja. Freue ich mich. Ja, so ist das dann immer. So, das ist eben mit Stammkunden ist das immer herrlich unkompliziert. Kannst mal hier vorbeikommen. Ich habe noch ein bisschen Arbeit für dich. Ja, Heiki steht hier auch, wie ihr seht. Mal einmal fast in voller Pracht. Also zwei Zylinder sind nicht ganz ausgefahren, aber. Wir hatten eine kleine Ölhaverie und ich muss mal wieder Öl auffüllen. Der Hacker steht hier, da können die Kiddies ein bisschen rumspielen. Ja, und dann wollen wir mal gucken, ob Anna Caroline nicht mal auf die Wippe will. Vielleicht kriegen wir das organisiert. Du musst jetzt auf die Wippe, damit wir was zum Filmen haben. Wenn ich muss, muss ich aufs Klo. Du hast übrigens ganz blaue Lippen. Mir ist auch kalt, das ist normal für mich. Keine Namen zeigen, aber wir können die Zeiten zeigen. 36 Sekunden war der Chef selber. Und dann ist hier so 41, 41 und 39. Das ist so ganz eng beieinander, aber 39 liegt im Moment der quasi schnellste in der Wertung. So, jetzt gibt es einmal eine kurze Einweisung für euch gleich mit. So. So, hier ist übrigens der Weihnachtsmann, der fährt hier heute auch rum. Auf, ich glaube, einem recht großen Mähroboter, wenn ich mir das Deck so angucke. Der macht bis, aber die Stunde, 1300, warte mal, Betriebszeit. Nee, tatsächlich, 40.000 Quadratmeter Flächenleistung. Wahnsinn, 40.000, da steht es nochmal, 40.000 Quadratmeter. Und er macht tatsächlich dann 1300 die Stunde. Das heißt, mit meinem Garten ist er in anderthalb Stunden fertig. Nicht schlecht. Oh, und per App fernsteuerbar. Sehr geil. So, du legst los. Dann wollen wir mal gucken.
Und wenn sie jetzt vielleicht mit dem Frontlader gleich arbeitet. So, jetzt hat sie noch Waage. Was? Ja. Ja. Nein. Ganz bisschen wieder hoch. Noch ein bisschen. Den Popo nach hinten. Frontlader, geht der noch höher? Ja. Nein. Ah. Millimeter noch. Ja, Waage. Sehr geil. Sehr geil. Ah, schade. Von Arsch, ey. Sowas von Arsch. Aber nicht aufregen. War doch gut fürs erste Mal. Wo war das Problem? War doch ein, also am Anfang war er ganz, ganz, und dann hat er einmal diesen Schlag gekriegt. Aber ich denke, die Zeit ist schon ganz okay fürs erste Mal. Okay, das ist okay. So, ihr Lieben, im Januar wird es mal ein Video geben mit Kränzle-Hochdruckreinigern. Da kommt der liebe Mann mal zu einer Vorführung, weil ne, der Dicke wird ja jeden Freitag gewaschen, das wisst ihr ja. So, und hier ist jetzt Carsten, der versucht auch sein Glück auf der Wippe. Wir sind ja noch dabei, ob das mit dem Feuerzeug was wird. Na, wo will er hin? So, Zeit läuft. Ab jetzt. Millimeter zurück. Millimeter zurück. Ja. Ja, und jetzt mit dem Frontlader spielen. Hast ihn? Ja, hast ihn? Ja. <lacht> 45. Ah, nah dran. 39. 6 Sekunden schneller. So. Sehr cool. Holzstapel mit dem Hacker. So, nachdem wir hier von der Feuerwehr Raude gut versorgt worden sind, viele liebe Grüße an Philipp, deine Kameraden sind gut drauf, werden wir jetzt mal in den Verkaufsraum gehen. Eigentlich wollte, hier existiert irgendwo existiert hier die getunte Säge. Die habe ich nämlich gerade noch mal gehört. Und die will ich euch jetzt noch mal zeigen. Ne, da hinten sind ein paar Baumstämme. Und ach, da steht sie. Ach, das war sogar die 93, die wir vorhin hier mal im Vorbeilaufen so ganz kurz mal gesehen haben. Die hat die Werkstatt eben umgebaut. Da würde ich euch gerne mal ein Video von einem Einsatz machen. Das heißt, ich greife mir jetzt mal einen von den Jungs in der Hoffnung, dass die uns die mal vorführen. Das ist übrigens hier die Frau für die kompetente Beratung. Genau. Wir brauchen mal einen von euren Jungs, weil wir würden die gerne in Action sehen. Ja. Könnt ihr die einmal draußen vorführen? Ja. Das wäre ein Traum. Und dann hoffe ich ja, dass mein Mitarbeiter heute noch kommt. Danke. Weil der möchte gerne noch einen Hochentlaster von Husqvarna kaufen. Nicht auf Akku, sondern auf Benzin. Ja. Und wir brauchen immer noch einen Booster für die Firma. Ja. Da müssen wir dann nochmal drüber reden. Das können wir gerne machen. Ich hoffe, dass der gleich noch kommt. Ja. Deke, könnt ihr die mal draußen in den Einsatz bringen? Ja. So. Wir machen jetzt gleich einen Vergleichstest. Die da, Akku gegen Benzin. Wir geben der Benzinsäge den Vortritt. So, und jetzt darf die Akkusäge ran.
Ich gebe mal einen Tipp ab. Ich glaube, die Benziner ist schneller. Hintereinander weg, ne? Ja. Welche ist das? Welches Modell? Ist das eher Einsteiger oder schon Profi? Das ist schon die Profi. Ah, die 45. Genau. Den gibt es ja dann auch als Top-Handle? Als Baumpflegesäge, ja. Ja. Gut. Fairerweise am kleineren Baumstamm. Wobei man sagen muss, das geht schon ganz ordentlich vorwärts. Das geht tatsächlich schon ganz ordentlich vorwärts. Späne sehen auch schick aus. Ja. Und das Ganze jetzt dann nochmal im Vergleich zur Benziner. Geil, das ist die 435. Wir haben ja die 550 Mark II bei uns im Gebrauch, sind da auch hoch mit zufrieden. Schöne Segen. Die ist aber, glaube ich, schon einen Tag älter, ne? Die ist älter. Gut gebraucht. Die ist vom Baujahr 2013. 13, ja, dann hatte ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber verrichtet immer noch treu ihre Dienste. Genau. Sehr geil. Holzspalter bei euch aus dem Programm? Genau. Der macht bis wie viel Zentimeter? Muss ich lügen, ich weiß nur, dass er bis 8 Tonnen macht. Okay, 8 Tonnen Spaltdruck, ja, da ist er schon. Für einen Hausgebrauch reicht es. Auf jeden Fall. Hier kann man dann einstellen, wie weit der zurückfährt, oder? Alles klar. Kann man höher einstellen, genau, dass der nicht jedes Mal bis zum Anschlag wieder. Genau, wir können da bis sehr geil. 50 cm würde ich sagen. Ja. 50 cm Länge können wir damit spalten. 50 cm passt gerade noch im Buller, Jan. Genau so. Ja, so ja. Haben wir schon ausprobiert. Sehr geil. Klappt hundertprozentig. Cool. 8 Tonnen, das ist schon, ja, reicht. Für den Hausgebrauch auf jeden Fall das richtige Gerät. Ich sag, für den Hausgebrauch auf jeden Fall das richtige Gerät. Auf jeden Fall. Genau. Sehr schick. Ja, vielen lieben Dank. Gerne. So, der Hulk ist abgebaut. Da versuchen sich noch ein paar am Wippen. Wie gesagt, Kränzle gibt es ein Video von im Januar. Das funktioniert tatsächlich sehr gut da mit der Wippe. Markus ist schon da, wir warten auf Matze. Ich sehe ein bisschen aus wie Sau, aber das ist eben so. Ja, war eigentlich ein cooler Tag, denke ich. Passt schon. Sehr cool, hat auch einen Spaß gemacht. Wir haben ein paar nette Leute kennengelernt. Mal gucken, der Halt, der schlummert hier wahrscheinlich und wir fahren da jetzt gleich los. Matthias ist doch gekommen, das ist der gute Mann, der den Puster braucht. Ach so, ja. Und auf Sprit. Auf Sprit. Auf Sprit. Jawohl. Ihr habt ja ein Gerät gerade in Auktion oder Aktion, habe ja. Ich gesehen. Und das ist aber, glaube ich, die Profi-Ausführung, ne? Richtig. Und wo ist der Unterschied? An sich in der Leistung, da haben wir ein bisschen mehr Leistung. Die Federung ist ein bisschen besser noch. Also das rappelt nicht so in der Hand. Genau, richtig, der rappelt nicht so in der Hand. Und du hast hier noch einen zweiten Handgriff, falls der Arm mal lang wird. Ja. Ich habe hier gefühlt nichts mehr. Die Frage ist ja, was willst du deinem armen Chef antun? Weil dann würde technisch gesehen eine kleine Funktion rein. Weil groß, ne? Ganz großen haben wir. Die ja. Frage ist, weil wir haben immer auf einem, ne, weiß ja, wir haben drei Autos, ja. Wir haben nur zwei Puster. Das nervt mich. Warum geht denn nicht auf Akkutechnik? Sag ich dir ganz ehrlich, darf auch ruhig mit ins Video. Akkutechnik ist geil.
Aber bei den Pustern, wir haben einen 3000 Ampere Rückenakku für den Kombimotor von Stihl. Den habt ihr hier ja auch. Ohne Akku, aber als Benziner. Und als Benziner haben wir den auch nochmal. Hochendaster, Heckenschere, alles geil mit dem Akku. Kannst den ganzen Tag arbeiten. Sobald wie du anfängst zu pusten, ist nach 20 Minuten der Akku leer. Und das ist ein 3000 Ampere Akku. Ne? Also, das ist der größte Rückenakku, den es von Stihl gibt. Viertelstunde ist der fertig. Tom, glaube ich, will ich mal die Werte von Husqvarna geben. Also ich weiß, was ich mit dem kleinen Bläser zu Hause mache. Ich wollte sagen, den hat ein Kollege von mir tatsächlich auch, weil der die Top-Händelsäge von Husqvarna auch hat auf Akku, hat er sich den kleinen Puster auf Akku gekauft. Für so, ich sag mal eben Auto auspusten oder so eine Geschichten. Einfach im Eimer. Dafür macht er aber, wenn wir wirklich Flächen, weil wir ja manchmal auch, ich sag mal, einen ganzen Parkplatz, wo wir Bäume hingeschmissen haben, pusten müssen. Ich weiß nicht, ob er das packt. Kannst ja auch nicht sagen, weißt du, nur weil der Akku ist gerade leer ist, ja, dann warten wir kurz bis Abend, dann nimmst du den Akku, weil Sprit kippst du neu drauf und machst weiter, ne? Das ist der Vorteil, ja, wenn du jeden Tag brauchst und unabhängig arbeitest. Genau, ja. Aber sonst, nee, ich gebe dir völlig recht, die Akkutechnik ist genial, die Dinger haben auch echt Leistung. Ja, Puster ist klar, der braucht etwas mehr. Ist bei unserer Akkuflex genauso. Ja. Also unser Akkuflex, einmal Messer schleifen am Hacker, ist die Flex fertig, ne? Also kannst du laden gehen. Obwohl das auch ein 18 Volt Akku von Bosch ist, Bosch Blau auch, ist schwierig. Alles, was viel Drehzahl braucht, schluckt auch unheimlich Akku. Das ist einfach so. Ja, Metaro haben wir. Akkuflex. Also ja. Die haben sehr gute Leistung. Ich kann ja die Zahlen jetzt nicht so sagen. Also, der BX hat 15 Newton Laufkraft. Und hier weiß ich nicht, wo man das nachlesen könnte. Auf dem Bild steht's auch nicht drauf. Nee, das ist das Gemeine bei Stihl. Die geben das nicht an. Genau. Weil die Frage ist tatsächlich, oder wir müssen es einfach mal vergleichen. Weil, also ich habe kein Problem damit, auch den Großen mitzunehmen. Wir müssen halt nur mal gucken, ne? Wir haben noch einen Rückenpuster. Ja. Und deswegen brauchen wir für nur mal eben die Stützen vom Kran abpusten oder nur mal, ne, da brauchen wir was Kleines Handliches, weil du willst nicht jedes Mal den Rückenpuster vom Sitz runter, ne, der steht in der Bühne auf dem Beifahrersitz. Das ist riesige Ochse, da muss das Ding anschmeißen, da muss den auf dem Rücken. So mit so einem Handgerät ist das dann eben, weißt du, zack, zack. Eben schneller. Und der Kombimotor muss nämlich auch jedes Mal zusammengebaut werden, dann hast du dieses riesen 2 Meter Teil in der Hand. Ja. Wir brauchen was Kleines, Kompaktes mit richtig Leistung. Ja. 12,5 von 15 ist auch nicht die Welt und Blast. Das ist ein Unterschied her. Weiß ich nicht. Das ist ja nur Papier, weißt du? Ja, das stimmt auch wiederum. Wenn du überlegst, mein LKW hat über 500 PS und wenn er drin ist, zieht er auch kein Hering vom Teller, weißt du? Das ist, und der SLT hatte 500 PS und fuhr 289. Nee, also ich würde sagen, wir testen das. Wenn wir das dürfen, würden wir einfach mal vorbeikommen nächste Woche und dann probieren wir die aus. Das können wir sehr gerne machen. Das ist cool. Dann machen wir das. Klingt ein Plan, oder? Probieren wir die nächste Woche aus. Und dann nehmen wir einen von beiden mit. Kann ich dich auch mal hier selber her? Du bist ja noch bis Dienstag krankgeschrieben, ne? Ja, dann hast du ja Montag einen Auftrag. Die haben komische Sachen vor, ich bin weggegangen. So, wir feiern heute unsere Weihnachtsfeier bei Bruno. Wir sind ja jedes Jahr in einem anderen Restaurant, dieses Jahr bei Bruno. Und ihr seid mit dabei. Letztes Jahr war, glaube ich, auch mit dabei, ne? Das Büro ist mit dabei, also Marie. Anna Karolin ist mit dabei. Markus, ihr habt Streit gehabt, oder? Markus, genau. Und du? Ja, ganz toll. Du willst gar nicht wissen, wie der andere aussieht. Genau, warte mal, der sieht noch heiler aus. Nein, Mats hat einen kleinen Unfall mit der Fräse gehabt. So, da mal alle rein. Sehr schön. Von dem euch der Kalender in der Küche hängt. War so geil, als wir nämlich reserviert haben, hatten wir eine Frau dran. Wir sagten, wir bitte auf Baumkriege Märkten zu reservieren, weil es damit, ne, jeder reinkommen kann und nicht wegen Namen. Und dann meinte ich, warte mal, das ist doch die mit dem Kalender. Ich so, ja, genau. Hier sind die mit dem Kalender. Hallo? Hallo. So. Durchrutschen, ich schleiche mich schnell auf die Kibibox, dann muss ich gleich diese alle nochmal hochschalten. Ja.
vorne, da nehmen wir. Oder wir setzen uns einfach nach vorne. So. Ja. Häpsch, einmal auf die Bank. Ich kann noch die, nicht. Die Lümmel auf die Bank. Genau, das hat er verstanden. Die Lümmel auf der Bank hat er verstanden. Also muss loswerden. Kannst du die Jacke erst ausziehen? Du kannst auch den erkennen, den hier hinsetzen, den setze ich hier. Das ist mein Sonnengummi, ich hab's gefunden. Ja, siehst du. Findet sich alles wieder. Sehr schön. In einem guten Haushalt kommt nichts weg. Ja. Kleines für euch besorgt. Das ist ganz schön groß. Das ist total lieb. Dankeschön. Das ist ja voll lieb. Würdest du das annehmen? Ich habe beide Hände voll. Die Kamera. Super. Da können wir uns besaufen. Ja. Das ist gut. Und ich kann dich schön trinken. Das lässt du drin, bitte. Das ganze lieben Dank. Ja, vielen lieben Dank. Wir haben aber auch noch keine. Aua. Kleine Briefumschläge zu vergeben. Oh. Das ist nämlich viel leichter zu tragen, wie so ein Riesenpaket. Genau, meine Mütze. Bisschen was ist schon da. Was ist auf der Mediterrane eigentlich drauf? Zwiebeln, Mozzarella. Okay. Klaust du gerade mein Fleisch? Da ist noch nicht so viel drauf. Ich bin dein Vorkoster. Mhm. Dein persönlicher Vorkoster. Mhm. Nochmal. Klaust du gerade mein Fleisch? Ich bin dein persönlicher Vorkoster, ich muss das. Warum kostest du nicht den Boden vor? Der schmeckt immer gleich. Kann nicht viel dran passieren, ja. Das Gyros war lecker. Mhm. 72, ja. Darf ich das überreichen? Ja. Sehr lecker aus. Das sieht tatsächlich sehr gut aus. Ja, ja, das sind die Fleisch. Die Jungs sind die mit dem Fleisch. Und das Brot gehört dann dazu. Guten Appetit, wünsche. Dankeschön. So, jetzt muss ich. Aber ich mach mal Licht an. So, jetzt seht ihr, glaube ich, was, weil wir sind auf dem Weg. Holen jetzt den Hulk ab, bringen den Hulk zurück zum Platz, kuppeln den Hacker ab, stellen den Hulk zum Schlafen hin. Holen dann die Ruby ab, die ist nämlich auch noch auf dem Platz, fahren dann nach Hause, legen uns ins Bett und haben dann nämlich morgen ja wieder Besichtigungen. Ja. Da hätte ich schon reinfahren können. Ja, aber du kannst auch hinterm Hulk reinfahren, alles gut. So, weil wir müssen ja morgen wieder arbeiten. Ja, deswegen ist bei uns heute auch nicht so spät geworden. Da kannst du hier schön. Ja, ihr Lieben, das war wieder ein bunt gemixtes Mittwochsvideo. Ich weiß nicht, wer bis zum Schluss geschaut hat. Ich habe ja doch das Schmieden eigentlich ziemlich lange drin gelassen, fand es aber irgendwie auch lustig, gerade so unser Blödsinngelaber, muss auch mal sein. Ja, dann die Weihnachtsfeier, der Unfall von Matze. Ja, der ist zum Glück auf dem Weg der Besserung. Und wie der so ist, ne, der ist nicht die volle Zeit zu Hause geblieben, sondern war quasi direkt Dienstag wieder da und sagte, so, geht wieder. Sah zwar immer noch böse aus, hat aber echt Probleme mit Sprechen, aber finde ich total cool. Ja, also alle ziehen im Moment wirklich durch und versuchen hier vor Weihnachten nochmal was zu reißen. Und dass wir unsere Kunden noch zufriedenstellen können. Ja, so ehrlich wie ich bin, die wenigen, die noch da sind. Ne? Also man kann wirklich merken, die Leute haben weniger Geld. Das ist, um es mal in Zahlen zu sagen, wir hatten vor der Saison 82 Aufträge in Vorlauf, also gerade auch Flächenrodungen für Neubauprojekte und dies und das alles. Und von diesen 82 Aufträgen sind noch vor der Saison, also bevor wir sie ausführen konnten, 36 gecancelt worden, ne? Und gerade so diese Rodungsgeschichten, diese Baugeschichten und so, ne? Da kamen dann immer so, ja, ich nenne es mal Ausreden wie, ja, das Material ist nicht da oder ja, ist Frost gemeldet oder nee, ah, wir verschieben nochmal, wir fangen nicht an, wir hoffen drauf, dass die Baustelle wieder, also Baustoffe wieder billiger werden oder so, oder ja, der Baustoffhändler hat nicht geliefert oder ja, das, also es kam immer so. Ja, es hat keiner gesagt, dass es wegen Geld ist, ne? Aber indirekt, denke ich, ist da wirklich viel wegen Geld gecancelt worden. Auch die Kommunen halten ihr Geld ein bisschen zusammen. Also ich bin mal gespannt, wohin das noch führt, ne? Also ich habe mit ganz vielen gesprochen, ein großer Bauunternehmer hier mit 65 Angestellten ist auf Kurzarbeit und so eine Geschichten, ne? Ich denke, da kommen noch schwierige Zeiten auf uns zu, ne? Schwierige Zeiten.
Aber wie gesagt, wir versuchen weiter zu reißen, ziehen dann alle an einem Strang. Sonntag gibt es dann wieder ein Klettervideo. Und euch wünsche ich eine schöne Woche. Warte mal, Sonntag ist, glaube ich, ja sogar schon dann das erste Video für nach Weihnachten oder so. Ne? Ich bin gerade mit den Zahlen ein bisschen durcheinander, aber das kann, glaube ich, hinkommen. Warte mal. Tja, krasser Scheiß. So schnell vergeht die Zeit.